Willkommen auf meinem GIMP-Kanal zu einer neuen Episode. Mein Name ist Michael. In diesem Tutorial möchte ich gerne mit Weichzeichnern arbeiten, also mit Oberflächenweichzeichnern, mit radialen Weichzeichnern, mit verwischten Objektivweichzeichnern und so weiter, spiralenförmigen Weichzeichnern und mit einem Polaroid, mit einer Polaroid-Filmemulation und und möchte gerne aus diesem heiligen Mann, aus diesem Sadhu, ist ein nepalesischer heiliger Mann, möchte ich gerne so eine Art von psychedelischem Bild machen. Und dazu duplizieren wir uns die Ebene hier dreimal, schalten die unteren beiden Ebenen aus. Und nun werden wir erst einmal das Gesicht schärfen. Das machen wir mit einer Oberflächenschärfung. Und zwar müssen wir mit einem Oberflächenweichzeichner, mit einem umgekehrten. Dazu müssen wir praktisch einen Surface Blur herstellen, den wir aber hier in GIMP nicht haben. Da müssen wir uns behelfen mit dem bilateralen Filter. Das bedeutet, wir gehen jetzt hin, gehen auf Farben, invertieren. Und wenn hier invertiert ist, rufen wir GMIG auf. Machen uns hier die Vorschaugröße auf groß und suchen uns hier bei Repair diesen bilateralen Filter. Ja, so. Und hier werden wir bei dem ersten Wert 20 nehmen und bei dem zweiten Wert 25. Naja, wenn er es dann macht, wenn wir hier schauen, 25. Und wir werden hier bei dem Parallel-Processing werden wir auf One Thread gehen. Und werden hier auf Anwenden drücken. So, wenn wir das gemacht haben, machen wir hier zu, rufen uns Layers auf, wählen Blend Standard aus, gehen hier bei Eingabe, Ausgabe Ebenen auf alle Sichtbaren und stellen hier unseren Ebenenmodus auf auf strahlendes Licht, heißt es auf Deutsch, Vivid Light, strahlendes Licht, und bestätigen mit OK. Nun werden wir hier noch die restliche Farbe herausnehmen. Dazu gehen wir auf Farben, Farbtonsättigung und ziehen uns hier komplett die Sättigung heraus und bestätigen mit OK. Nun schalten wir diese Ebene hier unten zu und stellen unseren Ebenenmodus auf Überlagern. Rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebenenmaske hinzufügen, schwarzvolle Transparenz, so muss man sagen. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen die Vordergrundfarbe weiß, nehmen uns einen Pinsel. Ich nehme hier eine 0,75er Pinselspitze und würde mal sagen, passt das mal mit das Bild ins Fenster ein. Oder noch größer, machen wir auf 100. Und nun holen wir uns nur ins Gesicht die Schärfung herein. Ja, das machen wir so ein bisschen genauer. Also wir schärfen hier nur das Gesicht und die Haare von diesem heiligen Mann. So, und das brauchen wir hier unten nicht. Mal zurückgehen, fangen wir nochmal an. Wichtig ist, was ich gesagt habe, die Kleidung nicht. Dann muss man das nochmal machen, ein bisschen hier, so, und hier den Bart und die Haut. Ja, so. Hier unten auch. Holen wir uns den herein, gehen wir erstmal hier vorbei ein bisschen, dass es einigermaßen aussieht. Und nun können wir uns hier den Pinsel auf 100% Härte einstellen, größer machen, Und jetzt holen wir uns hier diese Schärfe, die wir soeben mit diesem Oberflächenweichzeichner erstellt haben, ins Gesicht zurück. Mal gucken hier, wie es hier aussieht. So, gehen wir mal zurück auf 50% und schalten das mal aus. Und ihr seht, jetzt haben wir hier eine wunderbare Schärfung hineingebracht. Rechte Maustaste auf die obere Ebene nach unten vereinen. Wir duplizieren die Ebene einmal zur Sicherheit. Im nächsten Schritt schalten wir unsere Schnellmaske zu, machen hier das mal auf 67%. Stellen die Vordergrundfarbe, Hintergrundfarbe standardmäßig ein, nehmen uns hier den Radierer und
machen hier unsere Pinselspitze wieder auf die Härte von 75, machen es ein bisschen größer und ziehen uns hier entlang eine Freistellung. Die geht auch hier über die Kleidung hinweg. Hier nochmal, auch hier, ein bisschen hier. Oh, das war vielleicht ein bisschen viel. Aber das ist das Schöne bei der Schnellmaske. Man kann sich das, wenn man die Farben umdreht, praktisch wieder zurückholen. Und somit entsteht kein Schaden. So, jetzt gehen wir hier hin, hier herunter. Auch so. Und jetzt machen wir uns das wieder auf volle Härte hier, den Pinsel. Und dann können wir hier den Kollegen Sadu ordentlich freistellen. So, wenn wir das gemacht haben, schalten wir die Schnellmaske mal aus, deaktivieren die und schauen, ob wir irgendwo hier im Gesicht oder in den Bereichen hier noch marschierende Ameisen haben. Haben wir nicht. Gut, dann gehen wir auf Auswahl, invertieren, Auswahl, ausblenden, dass hier die 5 stehen, bestätigen mit OK. Dann rufen wir Filter Gmig auf, machen hier mal wieder alles auf Normal und schließen hier die Layers und gehen auf Testing. Und bei Testing muss ich mal schauen, ich meine, es wäre der Gentleman Beggar, genau das ist er. Hier nehmen wir uns den Lens Blur. Ja. Passen das Bild ins Fenster ein und hier stellen wir den Bokeh-Effekt auf 3 und bestätigen mit OK. So, wenn wir das gemacht haben, duplizieren wir die Ebene und rufen Filter Gmig auf. Und jetzt schauen wir mal, nicht, dass ich hier einen Fehler mache. Auf jeden Fall brauchen wir den Radial Blur. Und ich würde sagen, lassen wir das so stehen und bestätigen mit OK. Dann gehen wir hin, Auswahl nichts und rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebenenmaske hinzufügen, schwarzvolle Transparenz. Und nun werden wir uns hier mit einem Pinsel, mit einer etwas weicheren Pinselspitze, nehmen wir 50er Pinselspitze, werden wir uns hier erst einmal ein bisschen diesen Weichzeichner bzw. diesen Radial Blur, den wir eben benutzt haben, zurückholen. Und dazu werden wir halt einfach so ein wenig, dass wir das nicht zu sehr überlagern hier. So ein bisschen so. Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Turban wird das heißen, nehme ich mal an. Aber da gibt es bestimmt eine spezielle Bezeichnung, die ich nicht weiß. Vielleicht weiß das jemand, der sich mit der Sache besser auskennt als ich. So, jetzt holen wir hier zurück. So. Wenn da ein bisschen drüber gezeichnet ist, ist auch nicht weiter tragisch. Und so, nehmen wir uns die Zeit, dass wir es das einigermaßen hier an dem Turban oder wie auch immer und im Gesicht, am Bart, da wo wir weich gezeichnet haben, einigermaßen hinbringen. Die paar Minuten sollte man sich nehmen. Ihr macht das natürlich viel besser als ich. Übrigens, ich gebe den Link dazu natürlich in die Beschreibung des Videos mit hinein, damit ihr das nachbauen könnt. Ihr müsst aber aufpassen, dieses Foto steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr müsst es unter Namensnennung und so weiter, wenn ihr da was macht, müsst ihr aufpassen. Sonst gibt es Ärger mit dem Urheber, nicht? Okay, gehen wir mal auf 67% und jetzt mache ich das hier mal wieder größer und jetzt holen wir uns hier diesen vorhergehenden Filter, diesen Radial oder was das war, genau. Dann holen wir uns wieder zurück. So. Schauen wir mal, dass das einigermaßen ist hier. Oh, da muss man aufpassen. Das ist nicht, das gehört so. Da bin ich ein bisschen erschrocken. Machen wir es nochmal. Kein Problem. So, wunderbar. Zack. So.
Schauen wir, dass wir das ordentlich hinkriegen. Aber wir sehen das ja an der Maske, der Ebenenmaske, ob wir da alles weggenommen haben, beziehungsweise wieder zurückgeholt haben, was wir zurückholen wollten. So, schauen wir mal. Wie sieht das aus? Da oben ist vielleicht noch so ein bisschen, würde sagen. Okay, machen wir das so. Können wir so lassen. Rechte Maustaste auf die obere Ebene nach unten vereinen. Nun rufen wir Filter, Blur, also Weichzeichnen. Und dann nehmen wir uns diesen Zoom Motion Blur. Und hier lassen wir den einfach standardmäßig stehen und bestätigen mit Okay. So, jetzt nehmen wir das mal zurück auf 50%. Das sieht ja schon ein bisschen psychedelisch aus, ja. Und jetzt werden wir das zu Ende bringen, indem wir auf Jimmy gehen, machen hier zu, gehen auf Filmemulation, suchen uns hier Instant Consumer, gehen auf Post Normalize und jetzt müssen wir uns suchen Polaroid. PX-70++ und bestätigen mit OK. So, und nun sind wir fertig. Psychedelic Sadu oder Sadu. Hier ist das ursprüngliche Foto und hier unser Endergebnis. Ich hoffe, mein Tutorial hat euch Freude gemacht. Mir hat nämlich Freude gemacht, mit diesen verschiedenen Weichzeichnern und so weiter zu arbeiten. Und ich finde, das Ergebnis ist recht cool geworden. Kann sich sehen lassen. Könnte man auch irgendwo ins Zimmer hängen an die Wand. Herzlichen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.